Hallo, wir sind Stefan und Sebastian von EvoView und letztens gab es vom Tobias ja das Webinar zur Datenverarbeitung auf der Kamera und heute geht es darum, wie kriegen wir eigentlich Daten auf die Kamera und von der Kamera weg und wir können ja auch über MQTT Daten empfangen und Daten verschicken. Läuft ziemlich ähnlich ab zu der TCP-Thematik, allerdings brauchen wir dafür andere Komponenten und eben zunächst einmal auch unser Event, was den Workflow starten soll. Genau. Und da brauchen wir eine MQTT Subscription Component. Genau. Wir können den TCP-Trick einfach drin lassen. Ja. Was eigentlich ganz schön ist, wenn man sagt, es ist egal, mit welchem Event man kommt. Man kann auch mehrere verschiedene Events machen. Ja. Zum Beispiel in einer Umgebung, wo man verschiedene Protokolle hat, die aber alle auf die Kamera zugreifen sollen, die irgendwas schicken, die verarbeitet werden und wieder weitergeschickt werden sollen. Alles Mögliche im Workflow-Editor. Wir fügen den einfach hinzu. Genau. Und der läuft dann aber eigentlich genauso wie der TCP-Trigger. Also wir haben einen Event-Knoten. Ja. Und der wird dann eben über das MQTT-Protokoll getriggert. Genau, denn ich habe hier einen Receive Bytes MQTT-Trigger. Ist einfach so, man hat hier ein Topic, auf das man schaut. Und sobald sich eben den Topic irgendwas ändert, kommt hier Event und wir können dann sofort auslesen. Hilft für verschiedene Anlagen, die moderne Topics halt verwenden oder MQTT verwenden. Mit denen wir auch die Chance haben, immer abzugreifen, wo es jetzt aktuell stand und ab jetzt gib Feuer und mach das Bild beispielsweise. So, genau. Vielleicht was ganz wichtig ist, wir haben hier wieder Byte Array und hier kommen wir quasi Daten rein. Wenn wir beides miteinander parallel machen wollen, müssen wir hier noch ein Array anlegen. Nennen wir kurz mal Payload. Auch oder machen wir Payload Array. Wir hier Byte machen von Typ Array, weil wir zwei verschiedene Daten reinkriegen und dann entscheiden müssen, welcher Datensatz das dann eigentlich der richtige ist. Und wann machen wir das? Wir kriegen jetzt hier quasi, machen wir Set Payload Array, sobald der kommt. Einmal hier und machen das gleiche nochmal Set Payload Array einmal hier, weil wir uns dann nämlich, und das ist auch so eine schöne Eigenschaft, dann den Pfad aber auch wieder zusammenbringen in den Augenblick, wo die Daten dann ankommen. Das heißt, ich schiebe einmal hier meine Daten rein, das trenne ich nur kurz, ich zeige gleich warum, und dann schiebe ich einmal die Payload-Daten hier rein und dann möchte ich dieses Get-Payload-Array machen. Also ich hole mir dann diese Daten, egal von welchem Pfad. Ich mache nur kurz hoch. Und das mache ich alles gemeinsam und somit ist egal, welcher Trick ich verwende, den restlichen Aufgabe mache ich dann, schließe ich dann danach ab und dann gehe ich wieder zum Set-Focus. So, und dann schiebe ich diese Daten hier rein und schon haben wir es zumindest jetzt mal aufgebaut. So, jetzt geht es um die Einstellungen bei dem Ganzen. Genau, und bei MQTT haben wir ein paar mehr Infos, die wir angeben müssen und da benutzen wir jetzt mal den kostenlosen Broker von HiveMQ, der public ist für Testzwecke. Und das erste wäre natürlich die Adresse und der Port, den wir brauchen. Das müsste hier ja. Genau, wir setzen jetzt erstmal einen Service auf mit Zugangsdaten, können dann hier quasi ein Topic anlegen. Wir nennen es jetzt einfach EvoView Topic. Und für Sie könnte sich jetzt jemand weltweit sich auf dieses Topic jetzt gerade subscriben, in den Augenblick, was offen ist. Dann geht es jetzt halt um die Zugangsdaten. Broker. Einmal können wir die Daten eingeben. Dann ist es die 1883. Mhm. Timeout setze ich jetzt auf eine Sekunde. Topic String ist unser. Genau. Und dann brauchen wir noch. Genau, da haben wir jetzt die Credentials Authentication. Bei MQTT gibt es natürlich ein paar mehrere Authentication-Mechanismen und der klassische per Username oder Passwort ist jetzt der, den wir hier verwenden. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, eben per Zertifikat-Authentifizierung davor zu gehen. Dafür muss man natürlich dann die entsprechenden Files auch mitliefern, also das CA-File, das Zertifikats-File und gegebenenfalls ein Key-File, was auch verschlüsselt sein kann, um da natürlich noch mal mehr Sicherheit mit reinzubringen in die Übertragung. Aber in unserem Fall hier ist das nicht notwendig
da wir jetzt nur einen Test machen und auf den Public Broker von HiveMQ zugreifen. Genau, richtig. Aber in der Regel ist das immer eine Frage, die man mit der IT abklärt. Und die geben mir meistens schon vor, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Grundsätzlich, man sieht hier der einzige Unterschied, was wir hier haben zwischen den beiden, ist, beim MQTT kriegen wir direkt die Daten raus. Bei Receive Bytes, dadurch, dass wir so binäre Verbindungen aufbauen, haben wir mal so extra Datentyp aufgebaut. Grundsätzlich geht es dann hier rein, wir schreiben die Daten jeweils in diese Datei rein und lesen dann im nächsten Schritt aus, was ist denn jetzt gerade aktuell drin und verarbeiten das. Genau, wenn alles so gut ist. Also auf der einen Seite sieht man hier, kann ich mich trotzdem weiter über TCP verbinden, aber wir wollen es über unser Dashboard machen, deswegen holen wir uns mal beides her. Genau. Und ich kann jetzt hier quasi die Werte publishen. Und man sieht, es hat sich was verändert. Machen wir mal hier auch wieder einen anderen Wert. Genau. Ganz wichtig, wenn wir hier nur Connection eingeben. Connection. Genau. Und publishen das einmal. Oh, genau. Und hier ist schon mal was angekommen. Man sieht hier MQTT. Jetzt haben wir ein bisschen, so ich hoffe, wir können den Browser jetzt ein bisschen besser teilen. Und so, ja genau, optimal. Jetzt ändern wir mal den Wert. Und zwar machen wir mal hier wieder 200 draus. Publishen. Genau. Publishen. Man sieht hier, das Bild wird unscharf. Optimal. Genau. So haben wir das Ganze jetzt mit MQTT gemacht. Das könnte man natürlich auch noch wieder Daten über MQTT wieder rausschicken. Ja. Das funktioniert natürlich ein bisschen anders als beim TCP Server und Client. Da ist es ja so, dass wir eine direkte Verbindung haben und bei MQTT geht alles über den zentralen Broker. Und wenn wir jetzt über MQTT auch Daten rausschicken wollen, brauchen wir keine Subscription Component, sondern eine Publish Component. Also im Grunde das, was wir auf HiveMQ gerade händisch gemacht haben, lassen wir jetzt hier einen Node erledigen. Genau, da gehe ich auf meinen Workflow. Mhm. Eine neue Component muss noch beenden. Genau. Und MQTT. Exakt. MQTT Publish Component. Genau. Und die ist sehr ähnlich aufgebaut wie die MQTT Subscription Component. Brauchen natürlich auch die entsprechenden Verbindungsdaten wie die Adresse und den Port, Timeout und auch die Authentifizierung. Und ja, wenn wir dann da einen Datensatz rausschicken wollen, läuft es genauso, dass wir das Topic angeben. Die Verbindung muss natürlich hergestellt sein und dann wird auf dieses Topic die Nachricht verschickt. Und legen wir hier dann quasi ein neues Topic an zusätzlich? Würde ich schon sagen, sonst haben wir einen Endlos-Loop sozusagen. EvoView Publish würde ich jetzt hier mal sagen. Mhm. Subscribe. Genau. Und jetzt sind wir auf HiveMQ auf das Topic subscribed und schicken von unserer Kamera was. Und ich würde sagen, wir schicken einfach auch wieder den Wert einfach zurück, den wir jetzt hier reinbekommen haben. Genau. Das bedeutet, hier gebe ich wieder broker.hivemq.com. Mhm. Port ist wieder 1883. Timeout machen wir wieder eine Sekunde. Das war ein bisschen viel, aber EvoView. EvoView. Und dann brauchen wir nur die Publish, den Publish-Node von MQTT. Ja, der schaut so aus. Da füge ich dann die Komponente hinzu. Die haben wir MQTT Publish genannt. Unsere Get-Funktionalität. Dann das Topic ist EvoView. Publish und der Payload, das ist jetzt letztendlich das, was wir reingebracht haben. Ich würde sagen, wir machen einfach hier to ASCII und zwar String to Byte. Dann nehmen wir einfach die Connection wieder her und die in Byte wirst um. Genau. Hier hinten können wir uns nur ausgeben, ob es successful war. Das machen wir nur mit dem Print. Okay,
Okay. Ich versuche jetzt mal hier wieder zu teilen das Ganze. Mache hier wieder Hyphen Q. Wir haben zwei Publish mit zwei unterschiedlichen Farben. Ich glaube, an die kann man sich ein bisschen festhalten. Dass wir den Fokus verändern können, haben wir ja schon bewiesen. Da müssen wir jetzt nicht nur näher ins Detail reingehen. Ich glaube, hier mehr ist der Output dann jetzt richtig und entscheidend. Deswegen mache ich das ein bisschen größer. Und auf der einen Seite schicke ich jetzt mal eine Message. Und man sieht, zum einen haben wir die Message weggeschickt und die MQTT-Daten sind zurückgekommen. Jetzt können wir aber mal ganz frech das Ganze wieder mit unserem Herkules auch noch machen. Ich verbinde mich, sende hier was und man sieht da, TCP/IP ist auch gesendet worden. Ja, haben wir auch erhalten. Wunderbar. Im Grunde kann man jetzt sagen, können wir in weiteren Videos mal noch weitere Endpunkte zeigen. Aber vorerst, glaube ich, lassen wir es mal gut sein für heute und bedanken uns für die Aufmerksamkeit.